Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Infinite Undiscovery. Und ich werde jetzt hier nicht großartig rumschwafeln, so wie wir das aus manch einem anderen Part schon kennengelernt haben. Denn dieser Lunar Rain, der macht mich immer noch nervös. Aber ich möchte euch trotzdem kurz nochmal ganz kurz abholen. Ich werde mich auch beeilen, denn wir haben diese Cobasna Timberlands jetzt hier endlich nach langer, langer Suche hier beenden können. Also ich hoffe einfach mal, dass das hier nicht weitergeht. Und haben ein Haus ausfindig gemacht, von dem ich natürlich hoffe, dass hier der Heiler wohnt, der eine Lösung für Edwards Erkrankung hat. Und ja, ich begebe mich da jetzt einfach mal rein, bevor die Flügel von Aya noch größer werden. You're all looking good. Well, Vic said that there should be someone here who can help us out. Excuse me! Anybody home? Be quiet! He sounds really angry. I don't know about this. We have something we need to discuss with you. Will you open the door for us? Something to discuss? Not with me. What now? Hmm? Kyria, come out now. Honorable Savio! Kyria, it's been a long time. What brings you out here? And who are these vagabonds? They are my friends. Friends? Not apprentices? It's good to meet you. My name is Sigmund. I've come here today to ask a favor of you. Sigmund? That sounds familiar. Never mind. Come in. We're not gonna be experimented on, right? Hope not. That's enough crazy talk. Let's go inside. Get in before I lock the door. Sorry! See, Aya's scared too. Get in here right now, you two! Okay! Vic, come on! It's a glyph disease. Can you treat it? This special elixir suppresses lunar power. Suppresses the power of the moon? Hmm. So it is connected to the lunar rain. I saw a tree in the Timberlands growing like a monster. What are you talking about? That doesn't make sense. Isn't lunar rain a gift from the moon god? I don't know what's causing the rain, but this boy is right about the trees. I'll explain. Listen well. Let's start with this damned thing. It all began about 15 or 16 years ago. A certain individual asked me to help develop a way of erasing lunaglyphs. I was a passionate researcher, even as a child. Erase lunaglyphs? For what purpose? I don't know. But after much experimenting, I discovered that the best way to erase a lunaglyph is to return its owner's body to a pure state. A pure state? Turn back time. To when the owner was an infant, before the rite took place. Suppose you have a lunaglyph on your right hand. What happens if you lose that hand in an accident?
The lunar glyph will reappear on the stump of the arm. It will not stay with the hand. A lunar rite is about transforming the body into something that can control the lunar power inside it. Transform? This should come as no surprise. We have a living specimen right here. Those who have been transformed to fully harness lunar power are Aristos. So, what exactly does that have to do with Edward's illness? It's not an illness. It's a phenomenon that occurs when the body can't handle an excess of power. Excess power? Too much power can be dangerous. Lunar rain increases the power in one's body. Increased power leads to the misconception that one is feeling better. Although it's not much of a problem for an Aristo, who can handle limitless power, if too much power is absorbed, humans break very easily. That's how my brother... Did he die? How dare you! It's just a question. Well, it could have been worse. Hey! Quiet, Aya. Just what do you mean by worse? I said that humans break. Death is only one way of breaking. What are you getting at? Vermification. Vermification? A change. What's that mean? I've never heard of anything like that. Just get to the point! Vermification is a transformation into a living monster. An invisible vermiform. Then what about Ed? If weak, he dies. If strong, he becomes a monster. Neither option is a good one. No! That is for helping him. The best thing you can do is to reach him quickly and to suppress the lunar power. I doubt that your friend will die. He'll most likely become a vermiform. Once he's fully vermified, though, it's too late. Okay, then we need to leave. Now! Honorable Savio, have you seen Held since then? Held? No, I haven't. Well, I heard that fool joined the Order of Chains. Kyria, come with us. Me? Her Majesty, Empress Vala, wishes you to join as well. Fine, then. Das ist ja ein Ding. Jetzt ist ja Tatsache mitgekommen. Ich hatte es insgeheim die ganze Zeit schon gehofft. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Ich glaube, das ist, guck mal, dieses Item, was wir hier bekommen haben, das klingt Tatsache wie so ein Produkt aus der Apotheke, oder? Lunitol würde ich jetzt, ich habe schon richtig so von meinem geistigen Auge, wie das in so einem Werbeslogan irgendwie ausgesprochen wird. Aber okay, jetzt haben wir Kyria mit an unserer Seite, finde ich gut. Und ich glaube, ab sofort wird dieser Lunar Rain, wie wir gerade eben erfahren haben, tatsächlich sehr gefährlich für uns werden. Ich hatte das immer wieder mal angedeutet. Jetzt haben wir auch einen Namen für das Kind, nämlich Vermification. Ich weiß gar nicht, wie die 1:1 Übersetzung für dieses Wort ist, aber wir haben erfahren, dass wenn wir uns zu lange im Lunar Rain aufhalten, dass wir dann zu einem Monster werden quasi, und das möchte ich natürlich vermeiden. Ich hoffe jetzt, dass die Leute, die jetzt da draußen rumstehen, dass die jetzt nicht auch irgendwie gleich mutieren werden oder so. Denn eigentlich möchte ich ihn mir mal so angucken. Ich hatte, als wir
Nee, irgendwie kann ich hier nicht auf ihn zugreifen. Irgendwie ist mir das ja auch gerade zu blöd. Ich möchte jetzt hier gerne den Wald abschließen und dann hoffentlich irgendwie weiterkommen. Ich werde das sicherheitshalber jetzt nochmal abspeichern. Man weiß ja nie, was einem so passiert. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob ich so ohne weiteres jetzt den Rückweg hier durch den Wald packe, ohne wieder elendig drauf zu gehen. Aber ich gehe erstmal diesen Weg hier lang. Vielleicht schalten wir ja hier irgendeine Abkürzung oder sowas frei. Zumindest sind wir hier bis dato noch nicht gewesen. Also entweder hier wird sich irgendein Kreis schließen oder wir werden hier auf eine Sackgasse treffen, die uns vielleicht irgendwie einen schönen Schatz bereithält oder so. Ja, auf jeden Fall, nein. Ah, ich habe Gustav mit drin. Ich weiß von euch, ich weiß dank euch, dass ich mit Gustav das hier auch irgendwie kaputt machen kann. Ich weiß zwar nicht mehr, mit welcher Attacke. So, dieser Explosive Ride, den macht er irgendwie nicht. Dann probieren wir es mal mit diesem Inferno Breath. Hallo, machst du überhaupt irgendwas? Hallo, ich wollte gerade sagen, hallo Hund, aber... Ach, kann es sein, dass er zu wenig MP hat? Ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös wegen diesem Lunar Rain. Der gefällt mir irgendwie gerade nicht so. So, machen wir das mal eben schnell. Irgendwie gibt Gustav immer komische Geräusche von sich. Und eigentlich wollte ich euch jetzt so viel erzählen nach dieser Cutscene, aber irgendwie... Ja, machst du jetzt auch irgendwas? Hä? Ah! Was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Also ich habe das definitiv in meinem Spiel damals nie ausprobiert. Deswegen konnte ich mich auch nie daran erinnern, dass wir mit Gustav überhaupt zu sowas imstande sind. Und schon wieder erschrecke ich mich vor diesem blöden Ding. Das habe ich aber auch gerade irgendwie vergessen. Ja, das Schöne ist, dass wir jetzt wirklich Heilung für Edward im Gepäck haben. Und dieser Lunar Rain, der hat ihn quasi gebrochen. Ja, also für, ich wiederhole das nochmal kurz oder übersetze das nochmal kurz, was uns Kyria gesagt hat, denn für Aristos ist das alles weniger problematisch, aber für einen normalen Menschen, der sich so einem Lunar Raid unterzieht, ist dieser Lunar Rain durchaus gefährlich, weil er, so jetzt meine freie Übersetzung, einfach diese Power, diese Macht in einem selber so dermaßen verstärkt, dass, dass so ein Otto-Normal-Mensch dem nicht standhalten kann. So, einmal nochmal hier Gustav Action. Ah, ist ja total cool. Ist ja viel witziger als mit Barbagan. Ja, den vermisse ich zwar immer noch, aber zumindest ist das so ein kleiner Trost jetzt für mich, so disconnecten. So, ich hoffe, dass Arya jetzt nicht irgendwie wahnsinnig wird oder so, denn ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, die Charaktere davon wieder zu heilen, wenn die einmal davon befallen sind. Aber ich habe, oh Gott, ich habe schon wieder keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt lang soll. Aber ich weiß nicht, ob wir dieses Item haben, beziehungsweise ob wir das zu diesem Zeitpunkt schon irgendwie kaufen können oder so. Und ja, irgendwie ist da ein hübscher, weißer Fuchs, würde ich jetzt sagen. Aber ja, okay, ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir jetzt hier noch so ein weitläufiges Gebiet vorfinden würden. Aber gut, ich laufe das erstmal hier alles ab und guck mal, kann es sein, dass er uns hier vielleicht zum richtigen Weg führt? Das ist ja natürlich irgendwie total putzig, aber ja, das ist irgendwie schon ein bisschen komisch, oder? Guck mal, weil zu greifen kriege ich den jetzt nicht. Ich will nur aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier schon in den nächsten... Ach so, guck mal, hier habe ich jetzt irgendeinen Kreis geschlossen, wie wir oben rechts in der Minimap sehen. Ja, warum ich auch so lachen musste, als wir ihn hier angetroffen haben. Ich vergesse immer seinen Namen. Ich will die ganze Zeit immer Krynia sagen, aber Krynia ist ja diese komische Hexe aus The Last Remnant. Auf jeden Fall dachte ich am Anfang so, wow, die Frau hat genau die gleichen Haare wie ich. Meine Güte, eigentlich sehen wir uns grob gesehen ganz schön ähnlich. Und dann, und dann plötzlich stellt sich heraus, dass es ein Kerl ist. Alles klar, alles gut oder auch nicht. Auf jeden Fall, der hat wirklich, ich weiß, also normalerweise achtet man wahrscheinlich auf sowas immer nicht, aber ich bin da irgendwie immer so ein bisschen eigen. Also der Typ hat 1:1 wirklich auf den Millimeter genau die gleiche Haarlänge wie ich. Also das hat mich total fasziniert. Ja, das ist wirklich absolut identisch. Also wer wissen möchte, wie lang Negoyas Haare sind, der soll da mal ganz genau hinschauen, wie das bei, bei diesem Typen aussieht. Die enden genau knapp über dem Popöchen und so ist das bei mir auch. Und ja, da irgendwie erkenne ich mich in dem so ein bisschen wieder, zumindest optisch. So rein charakterlich war er schon ganz schön arrogant, muss man ja auch sagen, und nicht gerade so der klassische Sympathieträger. Ich hoffe einfach mal, dass die Entwickler das jetzt einfach mal so eingebaut haben oder so,
programmiert haben, dass wir jetzt hier nicht von diesem Lunar Rain befallen werden und nicht von dieser Vermification befallen werden können, denn der Weg hier, also das ist ja ganz schön unfair, denn ich weiß ja nicht mal, wie ich jetzt hier überhaupt wirklich zurückkomme und wenn wir hier so mittendrin einfach Eier verlieren würden. Weil das Schlimme ist, unsere Mitstreiter sind ja dann nicht tot, ne? Wenn die sich dann vermifizieren, das ist wahrscheinlich kein adäquater deutscher Begriff dafür, aber wenn die dann in diesen Zustand verfallen, dann sind die ja nicht tot, die greifen uns dann einfach an, ja? Und dann müssen wir da unsere eigenen Mitstreiter umnieten. Okay, hier höre ich jetzt dieses komische Flötengeräusch. Ich höre es, aber ich sehe hier momentan noch nichts wabern. Wartet mal, ich muss mal kurz eben die Klappe halten. Hä? Kann es sein? Ich glaube hier, oder? Nee, aber ich sehe hier irgendwie immer noch nichts. Nee, wartet mal, ich habe irgendwie die falsche Melodie drin. Das war doch das hier, oder? Hä, okay, aber ich stehe irgendwie immer noch zu weit weg. Hä, irgendwie ist mein Headset kaputt oder mein Gehör. Also, dass mein Gehör kaputt ist, das weiß ich. Das hat mir leider schon vor nicht allzu langer Zeit ein Augenarzt bescheinigt, genau, ein Ohrenarzt bescheinigt. Das war sowieso total witzig. Vielleicht erzähle ich das gleich nochmal. Hallo, wo ist denn jetzt hier meine Truhe oder was auch immer? Ich gehe jetzt hier nicht weiter, bevor ich das nicht gefunden habe. Da kann Eier von mir aus auch drauf gehen. Mann, ich will das jetzt finden. Oder ist das schon wieder von irgendeiner anderen blöden Seite und ich kapiere das nur wieder nicht. So, hier ist das noch zu weit weg. Eigentlich müsste ich das doch hier irgendwie wabern sehen. So, wartet mal, ich laufe jetzt hier einfach mal diesen Weg so total dümmlich entlang und vielleicht geht das Geräusch ja einfach irgendwann weg, weil da irgendwo irgendwas spawnt oder so. Ach, ich habe keine Ahnung. Ach so. Ach, hier. Oh, nee, Goya, Kopf, Tisch, ey. Wäre ich mal die paar Meterchen hier noch weitergelaufen. Ja, und der ganze Aufwand für so ein blödes Ebony Wood. Also darauf hätte ich auch gut und gerne verzichten können. So, was haben wir denn hier? Eine Fruit. Und schon wieder eine Truhe. Ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, in Anführungsstrichen, Befürchtung ist ja immer so negativ behaftet, dass dieser Weg hier wirklich komplett optional ist. Und guck mal, dieser Rabbit, wie niedlich der ist, den werde ich jetzt auch nicht töten. Oh, Gold Chainmail. Das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich mächtigen Ausrüstungsgegenstand. Womöglich auch direkt schon für Capel. Okay, also das mit dem mächtig, das muss ich mal zurücknehmen. Also zumindest im Vergleich zu dem, was wir jetzt tragen. Schwächelt das doch ganz schön. Ich weiß nicht, wer das noch tragen kann. Ach so, momentan sowieso niemand. Bei Edward könnten wir das noch probieren, aber ich glaube, Edward wird ja genau die gleiche Rüstung wie Capel tragen können und demnach dann auch eine bessere. Na gut, ich dachte, jetzt kommt hier so total die Highlight-Truhe mit dem Top-Mega, absolut Mega-Fashion-Inhalt, aber nein. Irgendwie war dem nicht so und ich bin gerade echt ernsthaft dankbar dafür, dass wir hier offensichtlich keine Gegner haben. Der Gegnerstress, der geht dann wahrscheinlich wieder los, wenn wir am Haus vorbei sind und den Rückweg antreten. Ja, apropos Hördefizite, ne, wollte ich ja mal eben kurz eine Anekdote, einen total langweiligen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Aber das war irgendwie total witzig, auch wenn mir das eigentlich zu denken geben sollte. Aber ich bin ja ewig lange nicht mehr beim Ohrenarzt gewesen. Ich hasse ja Ärzte abgrundtief und gehe immer erst dann zum Arzt, wenn ich irgendwie kurz davor bin, irgendwie drauf zu gehen oder meine Schmerzen nicht mehr ertragen kann und hier schon anfange, zu Hause rumzuschreien. Und ich bin da wirklich ziemlich hart im Nehmen, wenn es darum geht, Schmerzen zu ertragen. Und ja, irgendwann musste ich zum Arzt. Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser dafür war. Müsste ich mal kurz überlegen. Vielleicht fällt mir das nochmal ein. Auf jeden Fall hatte ich dann da diesen Termin. Und als ich dann diesen doofen Hörtest gemacht habe, da hat mich der Arzt irgendwie ganz komisch angeguckt und hat mir nur zwei Fragen gestellt, die aber irgendwie so viel Aussage beinhalteten, wie das keine Sätze hätten schaffen können. Seine erste Frage war, Frau, wann sind Sie zuletzt beim Ohrenarzt gewesen? Und die zweite Frage war, Frau,
Kann es sein, dass sie sich öfter an Orten aufhalten, wo es etwas lauter ist? Und er war, glaube ich, mit beiden Antworten von mir nicht so wirklich zufrieden. Und ich bin ja notorischer Konzertgänger und habe das in meinen bisherigen Lebensjahren immer total versäumt, auf irgendwelche Ohrstöpsel zurückzugreifen. Und das hat sich offenbar in ziemlich schlechten Werten wiedergespiegelt. Und kam es dann dazu, dass ich dann mich offiziell als minimal hörgeschädigt einstufen darf. Also nicht offiziell. Es ist auch, glaube ich, gar nicht so tragisch. Nur ich glaube, er hatte so ein bisschen ein Problem damit, dass ich für mein junges Alter, in Anführungsstrichen, irgendwie nicht mehr so gut höre wie andere Leute, die sich in der gleichen Altersklasse befinden. Und ja, ich hätte da eine Grundsatzdiskussion mit ihm natürlich anfangen können und ihm sagen können, was für geile Konzerte ich in meinem Leben bisher gesehen habe und was er alles verpasst hat, dadurch, dass er nie irgendwie in den Genuss wahrscheinlich kam, ein Metal-Konzert beizuwohnen, wo ich ihm aber beipflichten muss, das ist einfach dieser Punkt, dass ich durchaus mal Ohrstöpsel hätte in Erwägung ziehen müssen, vor allen Dingen, wenn man da so direkt in der ersten Reihe vor so einer dicken Riesenbox steht, dann ist das, glaube ich, schon nicht so cool langfristig betrachtet. Also, liebe Leute, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, wenn ihr noch jung und knackig seid und euer Gehör ebenfalls noch vollkommen unbeschädigt ist, das ebenfalls war jetzt nicht auf mein Gehör bezogen, denn meins ist schon ziemlich im Eimer, dann kann ich euch wirklich nur anraten, hört auf eure Ohrenärzte, insofern ihr sie denn besucht, ganz im Gegensatz zu mir, und guckt, was ihr tun könnt, um eure Gesundheit möglichst lange aufrecht zu erhalten. Ich habe in der Vergangenheit so einige Fehler gemacht, was so gesundheitliche Aspekte anbelangt. Aber gut, ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Ich werde wahrscheinlich niemals in meinem Leben Top-Gehör haben, aber hey, dafür bin ich ansonsten ziemlich gesund und topfit und das gleicht das, denke ich, mal wieder aus. So, diese Truhe hier, die können wir... Auch das weiß ich aus einigen Kommentaren. Die werden wir mit Komachi, glaube ich, öffnen können. Diese eine komische Frau, die wir einmal im Schloss angetroffen haben und die wir ja auch kurz in so einer komischen Waldkatzin gesehen haben, bevor wir das Haus hier betreten haben. Und was ich bei der übrigens ganz cool finde, das habe ich im letzten Part und auch im vorletzten Part, aber keine Ahnung, wie lange das schon her ist, irgendwie versäumt zu erzählen, aber die hat so einen Rollkragenpulli, ja, der so wirklich bis hoch zum Kinn reicht. Und das gibt es irgendwie ganz, ganz selten in JRPGs, zumindest in denen, die ich bisher gezockt habe. Also da sind, da zeichnen sich diese Frauen oder generell so die Mädchen oder Frauen eigentlich beides eher durch ganz wenig Stoff und ganz wenig Bekleidung aus. Und irgendwie macht die das sympathisch, dass sie so ein bisschen hochgeschlossen angezogen ist. Also ich meine, ich finde manchmal okay, jetzt bin ich irgendwie... Ah, das sind schon wieder diese Viecher, okay. Diese Mandragoras. Eigentlich finde ich das immer ganz cool, also auch wenn das manchmal ziemlich sexistisch ist, wie die hier so gekleidet sind in diesem Genre, aber eigentlich mag ich so diese freizügige Kleidung, weil die oft irgendwie so hübsch und innovativ ist und mir das irgendwie oft ganz gut gefällt, aber ich finde das manchmal ein bisschen übertrieben und das fand ich war jetzt hier irgendwie so ein netter Ausgleich, ja, finde ich gut. Ich finde, Entwickler sollten sowas öfter mal bringen und so ein bisschen von der Norm abweichen. So, jetzt müsste ich mich einmal umdrehen. So, und dann den Weg hier runter gehen, oben rechts auf der Minimap. Nee, wartet mal. Ich muss doch gar nicht nach Hygieia. Was mache ich denn? Eigentlich muss ich doch direkt nach Colton. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht erst noch einen Zwischenstopp in Hygieia einlegen müssen, aber eigentlich... Na gut, dann wäre ich aber trotzdem jetzt hier richtig, wenn ich jetzt den Weg einmal so nach unten latsche. So, und ja, ich habe schon wieder ein Kurzzeitgedächtnis und bei der nächsten Weggabelung werde ich leider wieder auf die Karte gucken müssen. Es tut mir wirklich leid, liebe Leute, aber ja, ich frage mich auch, wann wir jetzt hier die Möglichkeit bekommen, mal mit den neuen... Also wir haben ja... nicht nur Komachi getroffen im Schloss, wir haben da auch noch so einen anderen
so eine andere Figur angetroffen. Das ist, glaube ich, ein Typ gewesen. Ja, das war ein Typ, der hat auf jeden Fall eine ziemlich männliche Tonlage. Wobei, na gut, das hat Vic eigentlich auch. Aber naja, gut, den werden wir aber, glaube ich, auch irgendwann noch in unserem Trupp rekrutieren können. Ich habe seinen Namen aber vergessen. Der hat sich ja, glaube ich, bisher in diesem Let's Play auch noch nicht vorgestellt. Und ja, ich sehe es schon kommen, Leute. Sobald wir Edward jetzt von seiner Krankheit befreit haben, und ich hoffe einfach mal, dass wir rechtzeitig kommen, wird dieser Wald hier, glaube ich, richtig, richtig gefährlich werden für uns. Und ja, wir werden dann aber auch, oder wir hätten dann auch die Möglichkeit, irgendein Achievement freizuschalten. Ich weiß, dass ich das damals richtig ätzend fand. Und ja, ich wollte gerade sagen, also wer das auf der Xbox spielt, der kann das dann irgendwie in Angriff nehmen. Bis mir dann irgendwie einfiel, dass dieses Spiel ja nur auf der Xbox zockbar ist, ja. Also das ist eine ziemliche Ausnahme heutzutage. Ja, wobei Exklusivtitel sind eigentlich oftmals immer nur ausschließlich auf dieser einen Konsole enthalten. Denn es gibt so andere Spiele, die sind auch ursprünglich mal Xbox-exklusiv gewesen und die sind dann irgendwann auch als PC-Version oder auch als Portierung für die oder auch die PS3 irgendwann zu haben gewesen. Wenn ich zum Beispiel an Eternal Sonata denke, das gab es, glaube ich, auch am Anfang nur als Xbox-Spiel und das haben die dann irgendwie ein Jahr später oder so als Portierung für die PS3 gebracht. Und ich glaube, bei Star Ocean The Last Hope war das ähnlich. Aber das kann ich jetzt nicht mehr beschwören. So, jetzt müssen wir auf der Minimap runter und dann auf der Minimap ganz nach links durchziehen. Das sollte meine Eselsbrücke sein. So, und ich dachte gerade schon wieder, dass ich, ich sehe dich. Ich sehe dich, Mandragora. Du kannst mir hier nichts. Warum war das jetzt eigentlich kein Überraschungsangriff? Ja, ich dachte gerade, dass ich da hinten wieder irgendwas gehört habe, so irgendwas Waberndes für unser Flötenspiel. Aber das ist wieder nur diese komische Wand gewesen, die mich ja schon im letzten Part und auch im vorletzten und wahrscheinlich auch im vorletzten total irritiert hat. So, und jetzt müssen wir ein letztes Mal abbiegen und dann sind wir auch schon auf der Zielgeraden. Oh, und was mich richtig ärgern würde, wäre, wenn sich da jetzt herausstellen sollte, dass ich doch nochmal... Ich bin gleich tot. Dass ich doch nochmal nach Hagita müsste. Das wäre mega uncool. Aber ich kann gleich nochmal im Ingame-Menü gucken, wo uns jetzt die Spielbeschreibung hier durchlotst. Kiria hands over the medicine and the force learns the truth about Lunaglyphs. Okay, das ist nicht sehr aussagekräftig, wenn es um die Frage geht, was unser nächster Zielort sein soll oder sein wird. Und ich versuche mich jetzt schon innerlich darauf vorzubereiten und mich jetzt innerlich schon zu beruhigen für den Fall, dass wir jetzt in Colton noch nicht wirklich was machen können. Was aber so rein von der Spielmechanik, vom Inhalt irgendwie total unlogisch wäre. Also wenn wir jetzt Edward nicht heilen sollten, könnten, müssten, dürften. Aber ja, ich habe eigentlich aufmerksam zugehört. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich in den Let's Plays ja diese Cutscenes nicht mehrfach abspiele und ich neige dazu, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen gestört ist. Aber wenn mir so manch eine Cutscene ganz gut gefällt in manchen Spielen, dann gucke ich mir die gerne mehrere Male an. Oder wenn mir irgendwas inhaltlich nicht klar ist, dann starte ich einfach nochmal neu und gucke mir das einfach ein zweites oder manchmal auch ein drittes Mal an. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich in The Last Remnant bei dieser Szene... Ach nee, ich muss ja hier aufpassen, dass ich nicht spoiler. Nee, gut. Gut, da habe ich jetzt gerade nochmal die Kurve bekommen. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Szene, die ich wirklich so unglaublich finde, dass ich mir die, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, direkt noch ein zweites Mal angucken musste.